Hi ihr Lieben, ich nehme euch heute mal mit in meinen Keller, weil der muss aussortiert werden, ausgemistet werden. Alle YouTuber tun es gerade, also tue ich das auch in meinen Spaß. Er muss einfach so ausgemistet werden. Aber es tun gerade wirklich viele YouTuber Keller ausmisten. Und das hat mich irgendwie selber motiviert, mir zu sagen, okay Lisa, dein Keller muss auch aussortiert werden. Und ich nehme euch ein bisschen mit und zeige euch ein bisschen, wie ich den Keller aussortiere. Wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt einfach dran. Aber soll ich euch mal was zeigen? Echt was Übles zeigen, wie viel Schnee wir haben. Weil eigentlich wollte ich heute einkaufen gehen. Aber ich habe einfach keine Lust, einkaufen zu gehen. Wir leben jetzt gerade von Vorräten. Ne? Schauen wir mal, wie es morgen ausschaut. Aber ich zeige euch das mal. Ich drehe euch mal um. Alter, seht ihr das? Das ist unser Iglo. Cool, oder? Das haben wir gebaut. Also es ist nur jetzt schon total zugeschneit. Also der Eingang ist wie eine Höhle. Aber man kann da echt drinnen, also meine Große kann da sogar drin stehen. Aber seht ihr das? Wie viel Schnee wir haben? Heftig, oder? Heftig. Ja. Wir leben in Bayern, ne? So sieht Bayern aus. Yay! Yeah. Wir leben im Schnee. Wuhu. Ah, eine Katastrophe zu fahren. Jetzt hat es ja endlich mal aufgehört zu schneiden. Aber die letzten zwei Tage hat es Dauer geschneit. Es hat nur noch geschneit. Ja, wir gehen jetzt in den Keller. So. Oh, hier habe ich Disco-Licht. Na super. Warum habe ich hier Disco-Licht? Mal schauen. Aha. War ein Wackelkontakt. So. Ja, das ist der Keller, ne? Ich muss mir noch andere Schuhe gleich holen. Aber ich zeige euch erstmal das hier. Also das ist immer so mein Müllberg-Ecke. Die muss ich wegfahren. Das sieht halt einfach so übel aus, weil wir haben letztens einen Schrank beim Ikea gekauft. Und das sind natürlich immer Kartons ohne Ende und gelbe Säcke und, keine Ahnung, ein alter Badteppich, der weggeschmissen werden muss. Ja. Also diese Chaos-Ecke ist eigentlich nur Müll. Es soll heute, diesmal heute, ne? Ich weiß nicht, ob ich das heute komplett schaffe, aber das ist der Keller von meinem Mann. So, das ist eigentlich der Werkzeugkeller, ne? Man sucht ein Werkzeug und man findet es nicht, weil hier einfach Unordnung herrscht. Seht ihr das? Ich hasse es. Wenn ich nur einen Schraubenzieher brauche, brauche ich 100 Jahre, um ihn zu finden. Ja, und dann lauter anderes Zeug und Klimper-Trimper, da liegt ein Drachen, da liegt der Schrank. Der muss jetzt mein Mann, der macht gerade nur oben Fitness am Dachboden, den muss jetzt mein Mann noch irgendwie aufstellen. Der soll nämlich hier hingestellt werden. Dann habe ich ein bisschen Stauraum. Dann sind da so ultra viele Sachen, wo ich gar nicht mehr brauche, wo einfach weggeschmissen werden müssen, glaube ich. Ja, übel. Jo, das ist der jetzige Zustand, ne? Und ich denke, ich hole mir jetzt andere Schuhe und fange einfach mal an. Das ist chaotisch, oder? Das ist eigentlich schon peinlich, euch das zu zeigen, wie ein Keller ausschaut. Ach, katastrophal. Ja, am schlimmsten ist das hier alles. Jo, wir fangen jetzt mal an. Kurzer Zwischenstand, war ja klar, dass ich wieder in zwei Räumen arbeite. Und zwar, das Ding hier hat mein Mann mal angefangen zu bauen. Das sollte ein... sieht man's? Ein Schneemann werden mit so Pappbechern. Ja, das schmeiße ich jetzt weg, das tue ich in gelbe Säcke, weil das sind alles nur so Plastikbecher. Mein Mann tut gerade den Schrank zusammenbauen. Und ich bin nämlich gerade in dem Raum, wo ich auch den Schneemann hier habe, also in unserem Heizungskeller. Wupp. Ja, wir lagern hier so ein paar Kartons, würde ich sagen. Ja, das will ich hier auch so zumindest machen, damit man hier durchlaufen kann. Ich weiß nicht, aber wir, irgendwie behalte ich immer jeden Karton. Ja, muss ja nicht sein. Ein paar Kartons können definitiv weg. Ein paar Kartons, die Sachen haben wir gar nicht mehr. Und ja, das mache ich. Dabei, bis da mein Mann den Schrank fertig hat, weil da kann ich jetzt eh nichts machen. Ich bin jetzt nämlich, umstellen. Ich bin ganz schlau. Und zwar habe ich jetzt so einen riesen Karton von unserer... Das war die Stichsäge. Ja, die müssen wir ja schon noch aufheben, weil da ist ja noch Garantie drauf. Aber ich weiß, da ganz praktisch der Karton, weil da kommen jetzt alle kleinen Kartons rein. Da hebe ich halt auch solche Kartons auf, wie sie von diesem ganzen Spielzeug und so. Weiß nicht, ob man das noch braucht, aber später mal, wenn man es vielleicht doch mal auf dem Bazar verkaufen will, ist es ganz praktisch, wenn man das aufgehoben hat. Oder von der Baby Annabelle. Da habe ich jetzt gelesen, dass die öfters kaputt geht. Und wenn die dann kaputt ist, dann muss man die ja
umtauschen sozusagen oder wegen der Garantie. Deswegen hebe ich die Kartons alle mal so auf. Weiß gar nicht, ob ich die Kassenzettel noch habe, ne? Ja, ist ja nicht so schlau, wenn man keine Kassenzettel hat. Egal. Auf jeden Fall habe ich die Kartons jetzt da alle so schön rein. Dann ist da schon mal ein bisschen weniger. Ja, und ich mache mal weiter. So, mein kurzer Zwischenstand. So, die Heizung, die kommt jetzt noch weg. Die tue ich auf eBay Kleinanzeigen. Die war beim Umbau vom Haus. Irgendwie haben wir eine zu viel gekauft. Die ist komplett neu noch. Keine Ahnung. Stelle ich mal in eBay Kleinanzeigen. Vielleicht kann sie ja jemand gebrauchen. Genau, die brauchen wir nicht mehr. Aber es wird hier langsam, ne? Wir kriegen immer mehr Luft. Und immer mehr sauber, ja. Der Müllberg, er stapelt sich immer mehr. Und mein Mann kam auch schon ein bisschen weiter. Ich bin noch nicht so zufrieden, aber ich hoffe, das wird hier noch schöner. Ja, also auf jeden Fall kann man hier wieder durchlaufen. Aber es wird langsam. Es wird bestimmt noch besser. Spitzt ein bisschen, ganz ehrlich. So, der Heizungskeller ist sauber. Schön, oder? So schön leer. Also, wenn man vorhin bedenkt, man ist nicht mal reingekommen, kommt man jetzt sehr gut rein. Ja, der Müll ist heftig. Ich habe jetzt schon ein bisschen nach oben getragen, aber ich glaube, wir müssen zweimal fahren. Das ist alles Müll und ich kann euch hier oben mal zeigen. Da liegt nämlich noch viel mehr Müll. Und jetzt, das habe ich schon mal nach oben getragen. Ja, Leute, wie viel hebt man eigentlich auf? Und wir haben jetzt eigentlich nur sehr grob alles schnell gemacht. Man könnte ja noch sich damit mehr Zeit lassen. Und den Werkzeugkeller hat mein Mann jetzt aufgeräumt. Ja, ich hätte das jetzt ein bisschen anders gemacht, aber jetzt tun wir erstmal den Müll wegfahren. Ich hätte halt hier noch alles ordentlicher gemacht und in Kisten verstaut und naja. Aber das hat jetzt mein Mann erstmal gemacht. Das ist eben der Schrank, der wo früher im Schlafzimmer stand, ne? Ja, hat doch mein Mann ganz ordentlich bis jetzt hingekriegt. Ja. Da sieht es auch wieder ganz anders aus wie vorher. Da kann man doch jetzt wieder was machen. Ja, aber weißt du, Beton und sowas, ein Estrich und sowas braucht mein Mann immer im Sommer für den Garten, weil er wieder irgendwas baut. Er sagt, das ist sein Bauholz, das braucht er auch. Ja, ich würde das wahrscheinlich alles wegschmeißen. Ja, gut, da hängt noch jetzt eine Dekobase von mir. Die könnte ich jetzt auch mal wegtun, glaube ich. Obwohl, naja, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr viel besser, oder? Was meint ihr? Also, wir haben jetzt ungefähr 2 Stunden jetzt hier uns im Keller beschäftigt. Ich denke mal, ich gehe da nochmal allein runter und mache das nochmal hier ordentlicher. Mal schauen. Auf jeden Fall, jetzt fahren wir erstmal den Müll weg. Recyceln das Ganze. Seht ihr mich überhaupt? So. Sorry. Recyceln das Ganze und ja. Wird eine Riesenarbeit. So, die Ecke ist jetzt leer, also nur noch der eine Karton, den wir so, weiß ich nicht, wo man das entsorgt. Keine Ahnung, das ist von der Heizung so komisches Zeug. Muss ich mir erstmal informieren, wo man so Müll hintut. Auf jeden Fall, ich habe hier auch noch eine leckere Spezi gefunden. Schaut's mal. Die steht dann bestimmt schon 5 Jahre und dafür hat sie auch nur wenig Schimmel gebildet, oder? Boah, sorry für den Einblick. Ja, aber ich könnte euch mal das da oben zeigen. Ich habe gar keine Lust, das irgendwie wegzubringen, aber es liegt schon oben, also muss es weggebracht werden. Schaut's mal, man kann gar nicht mehr entlang laufen. Heftig, oder? Ja, das bringen wir jetzt ins Auto. Wirklich zweimal fahren. Es ist bombenvoll das Auto. Ah, so ein Mist. Yay, es ist wieder sauber. Wir haben alles weggefahren. Aber es war auch übelst anstrengend. Aber da fühlt man sich gleich so ultramäßig befreit. So, ah, herrlich.
Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr Müll weggefahren habt, dass ihr euch so ultramäßig, ja, bitte auf. Ultra, der macht Quatsch im Hintergrund, mein Mann. Deswegen kann ich mich gar nicht konzentrieren. Egal. Ich beende auch diesen Vlog jetzt, diesen Aufräum-Ausmiss-Vlog. Eigentlich habt ihr ja nur meinen Keller gesehen und meinen Müll, wie ich ausgemistet habe. Ja, irgendwann muss ich das noch ein bisschen ordentlicher, glaube ich, machen und genauer. Und Dachboden müsste ich auch irgendwann machen. Aber wenn euch solche Videos gefallen, wenn ich euch da öfters mitnehmen soll, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder ein kleines Kommentar in den Kommentaren. Würde mich auch immer riesig freuen. Und ansonsten, wenn ihr mich sympathisch findet, wisst ihr ja, und ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da. Vergesst die Glocke nicht, damit ihr immer informiert werdet, falls ich ein neues Video hochlade. Und dann wünsche ich euch einfach nur einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!